Ja! So, Lionel, es wird absolut krank. Und zwar sind wir gerade dabei, beim Kicker zu bauen für einen Double Flip. Jetzt versuch mal gerade den richtigen Shape da eine zu bauen, damit er schön in die Luft kickt und dass er zweimal rumkommt. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es genial so. Ich würde jetzt gerade abstechen. So, Lionel, jetzt ist das Wetter endlich ein bisschen besser. Und so wie wir ausschauen, wird der Double Big Flip jetzt gleich mal gemacht. Das Problem ist ein bisschen die warmen Temperaturen und die Sonne. Eigentlich brauchen wir ja Sonne, aber jetzt für den Schnee ist ein bisschen scheiße. Aber jetzt haben wir da eigentlich überall so Kunstdünger drauf. Da verstreuen sie alle Kunstdünger, damit das Ganze anzieht im Schnee. Und hoffen wir mal, dass das Ganze hart genug wird, damit der Double Flip hinhauen kann. Also wir haben da nur einen sehr, sehr großen Sprung, aber ich glaube, den haben wir ein bisschen zu groß gebaut, weil er zu sehr nach oben geht und die wahrscheinlich die Weite nicht hinbekommen. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich der Kicker da werden. Da raus. Und da hinten in die mega fette Landung rein. Also das ist da die Landung. Da ist der Kicker und ausgemessen sind es ca. 23 Meter, die ich überwinden muss. Luftstand wird irgendwo bei so 5-6 Meter sein und sollte sich dann hoffentlich mit dem Downhill ausgehen, der Double Flip. Wir haben noch nie gemacht. Bin mal gespannt, wie sich das Ganze in der Luft verhält. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon angespannt, aber ja, jetzt machen wir ein paar Testsprünge. Hoffen wir mal, dass der Kunstdünger das Wasser ein bisschen rauszieht und den Schnee ein bisschen härter macht, damit ich genug Speed bekomme. Und ja, dann schauen wir, wie das so verläuft. So, was meinst du? Also das ist noch so ziemlich lang in der Luft, der leck mir am Arsch, kickt der Hund in die Luft. Da kriegt man schon beim Normalspringschieß, ohne Witz. Yo! Alter! Juhu! So, Leilen, jetzt wird's ernst. So, jetzt habe ich einen Backflip gemacht und der Backflip war so richtig sketchy, ohne Witz. Scheiße, die waren dann, ey. Über den Kicker einen normalen Flip zu machen. Alter, da hat man so viel Airtime und die kackt mir echt ziemlich an. Scheiße. Ha! Aber er hilft nichts. Ich glaube, der funktioniert. Einfach so ziehen, so fest wie es geht und dann lande ich den Scheiß. Yes! Ja, hauen her, auf geht's, komm! Hauen her! Ohne Witz, ich bin echt ziemlich schockiert gerade, dass ich mir das antue, weil ich habe bis jetzt in meinem Leben zwei Double Flips gemacht. Ich bin hier, Michi. Gleich einmal warten. Jawohl, bin bereit. Er fährt weg. Oh Fabio, dein Fazit! Das ist echt ein historischer Moment in meinem Leben, ohne Witz. Also wir haben vor... Wir haben den ersten Double Flip auf dem Tri-Bike gemacht. Ja, heuer im Sommer, Ende Sommer. Scheiße, und jetzt ohne Witz leiden. Das ist mein dritter Double Flip auf einem Rad. Und zwei davon waren auf einem Tri-Bike. Einer davon war in einem Luftkissen, einer davon war auf Erde, den ihr gesehen habt. Und das war jetzt gerade der dritte auf dem Downhiller, yes! Auf Schnee! Ohne Witz, Scheiße! Na, ich glaub's immer nicht, ey.